Hallo ihr Lieben, hier ist Silke. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. An meiner rechten Seite steht wieder der Henry vom YouTube-Kanal Henry Lopp. Den verlinke ich oben in den Infokarten. Und heute habe ich eine Zuschauerfrage aufgegriffen, die ich gern an den Henry weitergeben möchte, weil er damit schon viel Erfahrung gemacht hat. Und zwar habe ich eine Zuschauerfrage bekommen und irgendeinem Video, wie es ist, wenn man omnivor sich ernährt, also ein Allesesser ist, auch Fleisch, Milchprodukte, die ganze Palette, wenn man alle Lebensmittel zu sich nimmt und möchte fasten, ob man dann sofort vom Allesesser ins Wasser- oder Saftfasten einsteigen kann. Und der Henry hat diese Erfahrung früher auch gemacht. Da möchte ich die Frage einfach mal an dich weitergeben. Wie hast du es damals gemacht und was würdest du jetzt empfehlen? Ich habe damals, weil ich es nicht besser wusste, ich habe damals von heute auf morgen von omnivorer Kost und Industriekost auf Rohkost bin ich sofort übergegangen. Was ist damals passiert? Ich habe mich sehr schlecht gefühlt die ersten Monate. Ich habe sehr oft und sehr viel geschlafen jeden Tag. Und ich habe ständig Kopfschmerzen gehabt, Übelkeit, musste mich öfter übergeben und hatte Schmerzen in sämtlichen Bereichen des Körpers gehabt. Die hatte ich auch schon vorher, ne? Das war halt, weil ich sehr krank war damals. So, und dann hatte ich ein Wasserfasten gemacht. Nach mehreren Wochen Rohkost habe ich ein Wasserfasten gemacht und das hat das Ganze noch verstärkt, ja. Wenn ich das heute nochmal machen könnte, würde ich erstmal für eine lange Zeit, also für ein paar Wochen bzw. für ein paar Monate, würde ich erstmal einen hohen Rohkostanteil essen und aber dann am Abend eben gedämpftes Gemüse mit dazu oder halt eben auch gebackenes Gemüse und das eben für ein paar Wochen durchziehen und natürlich auch noch Darmreinigung machen und vielleicht sogar dann noch das Nonplusultra, die Hydrocolontherapie, damit der Körper erstmal die Möglichkeit hat, den Darm frei zu machen und halt eben auch die alten Sachen mehr oder weniger rauszuspülen. So, und dann nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten kann man eben dann erstmal in das Saftfasten einsteigen. Wasserfasten würde ich dann noch gar nicht empfehlen. So, weil das Saftfasten gibt, erstens gibt es die Nährstoffe und zweitens spült das Saftfasten dann eben auch noch alte Sachen raus in Kombination mit der Darmreinigung. So, und das Wasserfasten, das empfehle ich dann wirklich erst, wenn man für mindestens 1 bis 2 Jahre bei einer komplett pflanzlichen Ernährung ist. Das ist meine Empfehlung und das ist halt auch das, was ich gesehen habe. Ich durfte ja schon viele Menschen begleiten bei ihrem Weg und begleite auch immer noch sehr viele Menschen. Und da sieht man halt immer wieder dasselbe, dass so dieser langsame Übergang in diese Fastenphasen am einfachsten und auch am besten für den Körper funktionieren, weil er dann nicht in eine Schockstarre verfällt. Das kann auch nach hinten losgehen. Wenn man sofort Wasser fasten würde, dann kann es auch passieren, dass man einfach mal umkippt. Und ja, ich will nicht sagen, dass man gleich stirbt davon, aber man kann sich dadurch auch stark vergiften. Und deswegen finde ich es halt wichtig, so einen Übergang zu haben. Also auch wenn ihr so mal zwischendurch fasten wollt, macht immer eine Übergangsphase, ja? Macht wirklich ein paar Wochen vorher Rohkost und pflanzliche Ernährung, macht dann ein Saftfasten und dann, je nachdem wie lange ihr Saft fastet, steigt dann erst aus dem Saftfasten wieder aus, geht langsam wieder in das Rohkostessen hinein, in die pflanzliche Ernährung rein und wenn ihr dann später wieder Fleisch essen wollt und was auch immer, dann könnt ihr das dann gerne wieder machen. Aber habt diese Übergänge drin, dann fühlt ihr euch wohl und euch kann nichts passieren. Ich hätte auch noch einen Tipp, intermittierendes Fasten. Also wenn man es noch nicht schafft, den ganzen Tag zu fasten, einem das wirklich schwerfällt, dann einfach das intermittierende Fasten zu probieren, dass man die erste Mahlzeit am Tag immer weiter nach hinten hinausschiebt. Also wenn ihr gewohnt seid, um 7, um 8 zu essen das erste Mal, dann versucht erst um 9 oder um 10 zu essen. Und schiebt es dann bis zum Mittag hinaus, wenn es euch möglich ist. Das ist auch eine super Entlastung für den Körper. Und dann könnt ihr irgendwann auch weitergehen, dass dann die erste Mahlzeit um 11 oder um 12 nicht gegessen wird, sondern dass es eine flüssige Mahlzeit gibt, dass ihr euch einen grünen Saft macht, einen Gemüsesaft, auch vielleicht mit ein bisschen Obst. Wenn ihr noch ein bisschen Süße benötigt, dann könnt ihr auch mit einem Apfel oder einer Orange dazu entsaften. Also intermittierendes Fasten ist auch eine gute Möglichkeit, um das Fasten ein bisschen zu trainieren, wie das ist, die Nahrung wegzulassen. Und wenn ich mal von meinen Erfahrungen berichten darf, ich habe meine Ernährung 92 auf vegetarisch umgestellt, 98 auf vegan und habe 99 das erste Mal Wasserfasten gemacht, 4 Tage. Das war wirklich ein hartes Fasten, obwohl ich schon auf pflanzlicher Kost war. Also ich habe mich sehr geschwächt gefühlt und am dritten, vierten Tag lag ich auch mehr. Dann konnte ich mich auch gar nicht so gut bewegen, habe dann viel gelesen, also ich habe mich wirklich schwach gefühlt. Und habe aber dann viele Jahre lang immer einmal im Jahr ein Wasserfasten gemacht. Aber da habe ich mich dann auch schon immer mehr pflanzlich ernährt und die Wasserfasten wurden immer besser. Ich hatte mich ja dann von Jahr zu Jahr pflanzlich ernährt
und auch dann Brot weggelassen, irgendwann Zucker weggelassen und das Fasten wurde immer einfacher. Und jetzt kann ich ohne Probleme 3, 4, 5 Tage fasten mit Wasser oder auch mit grünen Säften oder auch mal trocken. So wie heute. 2,5 Tage trocken oder heute. Jetzt ist es, wie spät ist es jetzt? 15 Uhr? Ja. Es ist 15 Uhr, wir haben gestern um 21 Uhr das letzte Mal was gegessen, kann das sein, was gegessen und getrunken und es sind praktisch 3 Stunden, 12 sind 15, sind 18 Stunden Trockenfasten. Wir haben heute überhaupt noch nicht zu uns genommen und haben sogar Sport gemacht noch, intensiv Sport. Du warst ja heute früh noch laufen, wir haben dann hier noch ein paar Kräftigungsübungen gemacht, weil wir da auch ein Video dazu veröffentlichen werden, das kommt auch demnächst, wo wir so ein paar Kräftigungsübungen zeigen. Und wir fühlen uns einfach super damit, das ist möglich, es funktioniert und je einfacher man sich ernährt. Nachbrenner. Je einfacher man sich ernährt, je unvermischter, je wasserhaltiger, umso einfacher fällt das Fasten. Das ist meine Erfahrung und sicherlich deine auch. Also jetzt, ich habe jetzt auch im Juli 5 Tage gefastet, 3 Tage oder 2,5 Tage mit Wasser und 2,5 Tage trocken und es hat wunderbar funktioniert. Ich habe mich richtig gut gefühlt, ich habe auch Sport nebenher gemacht und auch nach dem Fasten hat es mich sehr vitalisiert und mich sehr gut gefühlt. Das ist natürlich auch wichtig, nach dem Fasten wieder langsam ins Essen einzusteigen. Und sehr einfach zu essen. Was würdest du empfehlen, jemand, der Allesesser ist, der dann ein bisschen schon umstellt und dann wirklich sich an den Wasser- oder Saftfasten herantraut? Was würdest du dann als Einstiegskost, wenn er dann wieder nach dem Fasten isst, empfehlen? Also kommt natürlich immer auf die Fastenlänge drauf an, ja. Mhm. Also man sagt ja immer so ungefähr für 4 Tage Fasten braucht man einen Umstellungstag wieder. So, und dann kommt es dann halt drauf an, wie lange ihr fastet, ja. Aber sag mal jetzt mal, ihr fastet, sagen wir mal 2 Wochen, haben wir 14 Tage, sind ungefähr, ja, ungefähr 3,5 Umstellungstage. So, das heißt, man fängt dann am ersten Tag an, wieder leichte Kost zu essen, also Früchte, Gemüsefrüchte kann man da essen. Und das macht man am zweiten Tag auch noch, am dritten Tag auch noch und am dritten Tag abends, wenn man das möchte, kann man dann eventuell schon wieder einen leichten Salat essen, also mit Eisbergsalat zum Beispiel, Gurke, Tomate. So, und dann am vierten Tag nochmal leicht und dann am fünften Tag könnte man dann rein theoretisch schon wieder etwas Schwereres essen, ja. Wenn man das möchte. Wenn man sich gut fühlt, kann man das auch einfach weiter durchziehen. Warum nicht, ja? Das wäre natürlich das Nonplusultra. Aber wenn ihr dann merkt, okay, ich möchte was Festeres essen, was Schwereres, dann könnte man das wieder dann am fünften bzw. sechsten Tag machen. Aber gebt euch immer wirklich lieber einen Tag länger, sage ich immer, diese Umstellung, als wie gleich wieder zu früh etwas Schwereres zu essen. Und nochmal zurück zum Fasten, Henry. Also ein Allesesser möchte fasten. Mit Wasser oder Saft. Was, auch wenn er sich jetzt umstellt, so ein paar Wochen vielleicht pflanzlich sich ernährt oder zum größten Teil pflanzlich, würdest du dann sagen, gleich mit Wasser einsteigen oder würdest du erst ein bestimmtes Saftfasten empfehlen? Das hatte ich vorhin angesprochen. Da, also das erste Jahr bzw. die ersten beiden Jahre würde ich immer nur Saftfasten empfehlen. Welchen Säfte wirst du empfehlen? Das kommt immer auf den Menschen selber drauf an, ja. Ich sage immer, Menschen, die eine gute Konstitution haben und die keine größeren Krankheiten haben, die können auf jeden Fall auch mal einen Fruchtsaft trinken, ist kein Problem. Aber halt eben auch das Wichtigste ist, dass Gemüsesäfte mit dabei sind und grüne Säfte. Das ist mit das Nonplusultra. Ich meine, ihr könnt an die grünen Säfte auch mal 1, 2 Äpfel mit dran machen, auch an die Gemüsesäfte, ne? Aber das Wichtigste ist, dass die Mineralien mit dabei sind, damit der Körper die Giftstoffe ausleiten kann. Weil dafür sind die Minerale letztendlich wichtig. Wenn ihr jetzt nur Fruchtsaft trinken würdet, das überfordert den Körper, ja, und das überfordert die Organe, die können nicht richtig entgiften und das führt bei den meisten, führt das einfach zu vielen Problemen und deswegen auf jeden Fall auf mineralhaltige Säfte achten. Das ist ganz, ganz wichtig. Von der Trinkmenge her würde ich mich am Anfang nicht limitieren. Das heißt, man fängt automatisch an, in den ersten Saftfastentagen mehr zu trinken und die Menge vermindert sich dann automatisch mit der Länge des Fastens. Saftfastens. Also wenn ihr am Anfang 4-5 Liter trinkt, okay. Wenn ihr auch noch Wasser dazu trinkt, okay. Hört einfach auf euren Körper, was der euch sagt. Das ist das Wichtigste. Und tendenziell ist es dann so, dass man die Trinkmenge um 40-70% dann senkt während des Saftfastens. Okay, da danke ich dir sehr für deine Ausführung, Henry. Ich werde jetzt auch meinen Trockenfasten brechen. Wir sind jetzt hier gerade auf Sardinien und sind immer schlecht mit Saft auspressen, aber was ich immer dabei habe, ist mein Grassaftpulver von Lebenskraft pur. Das verwende ich schon seit über einem Jahr, wenn ich auf Reisen bin, auch selbst zu Hause. Ich liebe dieses Pulver, besteht aus dem Saft von
Kamut und Gerstengras, also getrocknet, so ein Pulver, wundervoll, kann man sich einfach mit Wasser anrühren. Ich habe auch so einen Schüttelbecher dabei, da kommt einfach Wasser dazu, dann ein, zwei Teelöffel, manchmal auch zwei Esslöffel, je nachdem, wie stark ich es gerade möchte. Dann schüttle ich diesen Becher und da bekomme ich so einen wundervollen grünen Saft. Und den werde ich mir jetzt schmecken lassen. Damit werde ich jetzt meinen Fasten brechen. Und wer sich für dieses Pulver interessiert, dem setze ich einen Link unten in die Infobox. Kann ich wärmstens empfehlen. Gerade auch, wenn man auf Reisen ist oder für einen stressigen Alltag, wenn man nicht Zeit hat, Wildkräuter zu sammeln oder sich groß Käse zu ziehen, wie ich das im Winter ja auch mache, dann ist dieses Pulver perfekt geeignet, um die Ernährung optimal zu ergänzen. Möchtest du noch was sagen abschließend? Alles Liebe für euch alle. Genau, alles Liebe und hinterlasst uns gerne Kommentare unter diesem Video. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Fasten und verschiedenen Ernährungsformen? Wir sind auf alle Fälle an verschiedenen Erfahrungsberichten interessiert und freuen uns über Feedback. Alles Liebe, alles Gute. Bis ganz bald. Ciao. Ach, so lecker.